Wie die Erde hervorbringt, was sprießt, so wird Gott der Herr Gerechtigkeit sprießen lassen und Ruhm vor allen Völkern. Wir sehnen uns nach Gerechtigkeit, wir sehnen uns nach Gottes Eingreifen, wir sehnen uns, dass diese Welt sich ganz plötzlich, ganz schnell verändert. Auch zur Zeit des Propheten Jesaja war diese Sehnsucht da. Und Jesaja öffnet seinem Volk, öffnet uns die Augen. Gott bringt Gerechtigkeit hervor, so wie die Erde etwas sprießen und wachsen lässt. Hier im Pfarrgarten sehen wir es, wie langsam doch alles wächst. Wie lange es dauert, bis das Gras da ist. Wie lange es dauert, bis aus einem kleinen Samenkorn eine Pflanze und dann sogar ein großer Baum wird. Es dauert für unsere menschlichen Verhältnisse manchmal ganz schön lange. Aber die Pflanzen wachsen langsam und kontinuierlich. Gerechtigkeit wird Gott der Herr wachsen lassen. Er wird die Völker, die Menschen verändern, sodass sie lernen, in Gerechtigkeit miteinander zu leben. Aber dieses Wachstum braucht Zeit. Es fängt klein an und wird dann immer größer. Unsere Aufgabe ist es, diese kleinen Anfänge wahrzunehmen, sie an uns geschehen zu lassen und selber im Kleinen gerecht zu sein, gerecht zu handeln, gerecht zu denken. Und aus diesen kleinen Gerechtigkeiten wird Gott der Herr wachsen lassen, die große Gerechtigkeit. Wenn wir verzweifeln, dass zwischen den Völkern so viel Unfrieden ist, dann können wir als Einzelne daran nur wenig ändern. Aber wenn wir im Kleinen anfangen, den Menschen mit Gerechtigkeit zu begegnen, wenn wir Vorurteile über Bord schmeißen, wenn wir Menschen, die unsere Hilfe brauchen, wahrnehmen und ihnen helfen, dann verändert sich diese Welt im Kleinen, die Welt und wir zuerst. Gott lässt Gerechtigkeit wachsen, so wie die Erde hervorsprießen lässt, all die Pflanzen, die darauf wachsen. Vertrauen wir darauf. Amen. Es wird sein in den letzten Tagen, so hat es der Prophet gesehen. Da wird Gottes Berg überragen, alle anderen Berge und Höhen. Und die Völker werden kommen, von Ost, West, Süd und Nord, die Gott fernen und die frommen, zu fragen nach Gottes Wort. Uns wandeln im Lichte des Herrn. Auf, kommt herbei, lasst uns wandeln im Lichte des Herrn. Es wird sein in den letzten Tagen, so hat es der Prophet geschaut, da wird niemand Waffen mehr tragen, deren Stärke er lange vertraut. Schwerter werden zu Pflugscharen, und Krieg lernt keiner mehr. Gott wird seine Welt bewahren, vor Rüstung und Spieß und Speer. Auf, kommt herbei, lasst uns wandeln im Lichte des Herrn. Auf, kommt herbei, lasst uns wandeln im Lichte des Herrn. Kann das Wort von den letzten Tagen aus einer längst vergangenen Zeit uns durch alle Finsternis tragen, in die Gottesstadt leuchtend und weit, wenn wir heute mutig waren.
kommenden Frieden sehn. Auf, kommt herbei, lasst uns wandeln im Lichte des Herrn. Auf, kommt herbei, lasst uns wandeln im Lichte des Herrn. Wir beten gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich. Er schenke dir Frieden. Amen.